Hallo meine durchgeknallten Otakus. Ja, der Film Pokémon Meisterdetektiv Pikachu steht in den Startlöchern. Am 9. Mai geht's los, beziehungsweise die schlauen Füchse können ihn sogar schon am Mittwoch, den 8. Mai sehen, weil dann gibt es in vielen Kinos schon mal eine Preview. Ich habe tatsächlich mir schon ein Ticket vorbestellt für die Preview, weil wenn, dann will ich den Film auch sofort sehen. Also da habe ich mich schon die ganze Zeit so sehr drauf gefreut. Da will ich wirklich der Allererste sein, der den gesehen hat, dann kann mich auch keiner spoilern, dann kann ich sofort an dem Tag euch noch meinen ersten Eindruck schildern in einem Video. Da freue ich mich dann auch total drauf schon und will bis dahin noch das Spiel dazu spielen, ob ich das noch schaffe. Also Kim hat jetzt 10 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen. Wenn ich jetzt jeden Tag eine Stunde spielen würde, dann müsste ich das locker noch schaffen. Also wir haben heute, ich glaube, den 26. oder 27. April. Jo. Dann was anderes noch, Nachtrag wegen den Figuren von Burger King. Ich habe tatsächlich die Arcane-Figur umgetauscht bekommen. Erst hatte ich da telefonisch versucht, was zu regeln. Da war ein mega unhöflicher Vollarsch. Sorry, ein anderes Wort gibt's dafür nicht. Der war einfach nur komisch, der Typ. Der war irgendwie bescheuert, hat gemeint, wir tauschen nicht um. Und dann habe ich gemeint, ja, bei McDonald's habe ich auch schon mal eine Figur umgetauscht. Problemlos. Wir sind aber nicht McDonald's, wir haben andere Vorschriften. Blablabla. Ja, als ich dann erstmal vor Ort war, war da eine nette Frau an der Kasse, der ich nur die Figur zeigen musste mit dem Makel, also mit dem Loch an der Stirn, und schon hat sie mir die umgetauscht. Ohne Murren, ohne ein Fass aufzumachen, halt genauso, wie ich mir das auch vorgestellt hätte. Also das ist jetzt die ich dann bekommen habe. Aber eigentlich soll es im heutigen Video um was ganz anderes gehen. Als ich nämlich mein Kinoticket vorbestellt habe, ist mir das hier in die Hände gefallen. Beziehungsweise fiel mir natürlich sofort auf. Das ist tatsächlich ein gratis Rätselheft zum Film. Ab 9. Mai im Kino. Gibt's übrigens in 3D und 2D. Ja, und dann will ich natürlich auch mal einen Blick mit euch werfen auf dieses Rätselheft. Mich interessieren ehrlich gesagt die Rätsel, nicht die Bohne. Ach, guck mal, es gibt so viel zu entdecken hier. Ach, ich kann ja ein bisschen ranzoomen. Da seht ihr Pummeluff. Oder Moment, ich zoome mal zurück. So, da kommen einfach so mit dem Heft näher. Genau, da sieht man es in besserer Qualität. Das sind den Pummeluff, Reklame, Tafel, was auch immer das sein soll. Und vor allen Dingen, guck mal, hier oben in den Fenstern sind kleine Pokémon. Da ist ein Anton in dem einen Fenster. Da ist Nubbul rechts unten in dem Fenster. Ich überlege gerade, was das da in dem Fenster sein soll. Da steht ein Schlurp. Ich glaube, das soll ein Schlurp sein. Oder? Ach ja, und da oben haben wir noch einen Pummeluff. Voll interessant, fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. Ja, weiter geht's hier mit dem Rätselheft. Genau, es hatte damit aufgehört, dass ich euch die Pokémon gezeigt hatte. Da machen wir auch gerade weiter. Ich habe hier nämlich noch ein paar entdeckt. Guckt, da seht ihr zwei Griffel. Eins da und eins da. Bei dem Logo versteckt. Und dann sieht man da links oben in der Ecke noch ein Krakeelo in dem einen Fenster. Also wenn man genau hinguckt, findet man hier tatsächlich einige Pokémon überall im Bild versteckt. Was ich ziemlich witzig und interessant fand. Dann wollen wir mal reingucken. Also hier haben wir halt einfach wunderschöne Artworks. Immer auf der linken Seite eins von diesen realistischen Pokémon aus dem Film. Und auf der rechten Seite ein Rätsel. Hier knackt den Code. Nutze den unteren Code, um die Leerzeichen zu füllen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Rätsel überhaupt machen werde. Aber mal sehen. Hier haben wir Anton und eine Wortsuche. Vielleicht mache ich mir dann Kopien von den Seiten und mache die Rätsel dann da drauf. Weil eigentlich ist hier das Heft zu schade, um da reinzuschreiben. Ich finde das so cool. Übrigens hat Kim bei ihrem Kino auch mal danach Ausschau gehalten und da lag das nämlich nicht aus. Ja, und hier haben wir Pantimos und einen Buchstabenmix.
Ah, willkommen in Rhyme City. Boah, bin ich gut oder bin ich gut? Das ging noch relativ schnell. Also man muss einfach nur die Buchstaben ein bisschen umstellen. Hier haben wir dann Pummeluff, zuckersüß mit einem Sudoku. Ich glaube, ich werde mir auch hier diese Pokémon-Bilder alle einscannen und mache mir da Avatar-Bildchen draus für irgendwelche Foren. Guckt euch das doch mal an, wie süß. Total realistische Augen, total realistisches Fell. Pummeluff war damals immer das Lieblings-Pokémon von meiner Mutter. Ja, hier haben wir Kapaloris. Ja, und da soll man einfach nur die Silhouetten benennen, was ja eigentlich mega einfach ist. Also, wer könnte das wohl sein? Ich schätze mal die Nummer 25. Meisterdetektiv Pikachu, Pummeluff, Anton, Pantimos und Kapaloris, also auch genau die Pokémon, die hier im Heft drinne sind, als wäre es nicht schon einfach genug. Und da haben wir zu guter Letzt, hilf Meisterdetektiv Pikachu zum Hi-Hat-Café zu kommen. Hi-Hat? Hi-Hat? Keine Ahnung. Aber ich freue mich schon total auf den Film. Werde dann auf jeden Fall gucken, dass ich zeitnah einen Bericht erstatte euch, wie es dann so gewesen ist. Na, hier haben wir noch ein Spielquadrat auf der linken Seite, ein Spiel für zwei Spieler. Bei jedem Zug muss man zwischen zwei Punkten eine Linie zeichnen. Wenn du ein Rechteck gezeichnet hast, schreibe deinen Namen hinein und gebe dir einen Punkt. Wenn in deinem Rechteck ein Pokémon ist, gib dir drei Punkte. Das Spiel endet, wenn keine weiteren Rechtecke mehr entstehen können. Spieler mit der höchsten Punktzahl gewinnt und dann gibt es auf der rechten Seite sogar noch die Lösungen für die ganz Dummen. Jo. Und hatte ich recht gehabt? Hatte ich recht gehabt? Ja, willkommen in Rhyme City. Und die Pokémon hatte ich auch alle richtig. Und beim Rest habe ich es gar nicht erst versucht. Ja, das war's. Wie auf der Rückseite noch dieses ultra niedliche Pikachu. Und auch hier in dem Bild hat sich ein Glurak versteckt, wenn man genau hinguckt. Ganz da hinten fliegt es vorbei. Könnte theoretisch auch ein Zubat sein, aber dann wäre die Silhouette deutlich kleiner, nehme ich an. Seht euch mal diese ganzen lustigen Reklametafeln auch an. Das Werbung für Kumu-Milch. Mumu-Milch. Wie eklig klingt das denn? Ein Evoli-Salon, ein Joto-Sport-Club. Wie diese Symbole deuten wohl auf einen Itemladen hin, oder was soll das sein? Ist auf jeden Fall total cool gemacht. Da steht einfach nur Loudred dran, also Krakeelo. Da haben wir noch ein Schlurp-Symbol. Ach, ich freue mich so sehr auf den Film. Hier, Junova-Style, also Einhal-Style. Also süßer geht ja wohl gar nicht mehr, oder? Das Pikachu möchte man sofort knuddeln. Gut, das war's mit dem kleinen Meisterdetektiv Pikachu-Special. Und ja, am 9. Mai werde ich, wenn ich es schaffe, mal einen kurzen Bericht abliefern zu dem Film, wie ich es so gefunden habe. Also, freut euch schon drauf. Bis dann! Tschüss und liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen.